Wir müssen Menschenleben retten. Sanitäter stehen einfach draußen rum und klotzen doof. Aber wir werden sie retten. Du rennen zumindest in den nächsten Ladebildschirm. Ich finde die Musik geil. Das macht es richtig atmosphärisch. Also ich find's gut. Müsst ihr selber mal ausprobieren. Kostet bloß 10 Euro. So, alle bereit? Dann mir nach. Hey Schnecke, ich bin's, dein Riese für heute Abend. Ich bin nicht. Hey Frau Lange, dein Stock Riese ist da. Ja, ich komm ja schon. Ich will gerade mal ein bisschen flirren. So, wir müssen jetzt ein Menschenleben retten. Ich riech den Rauch doch schon bis hierher. Irgendwo brennt's hier ganz barbarisch. Irgendwo herrscht hier eine Flammenhölle. Oh mein Gott. Los, nicht stehen bleiben. Mike, hier Alex. Kannst du mich hören? Ja, ich höre euch. Wie ist die Lage? Hier kommt tatsächlich Rauch aus der Belüftungsanlage. Die Ursache ist bis jetzt aber noch nicht ersichtlich. Verstanden. Dann macht euch mal schnellstens auf die Suche. Sind schon unterwegs. Okay, ich würde sagen, wir teilen uns auf. Chris, du gehst nach links rüber zu den Geschäften. John, du siehst dich oben im Hauptgang um. Achte vor allem auf Mülleimer und Aschenbecher. Ich gehe zu den Läden links und überprüfe die. Dann mal los. Alles klar. Okay, Aschenbecher. Ist ja klar. Wieso ist die Rolltreppe aus? Ist ja klar. Aschenbecher, diese verdammten Raucher. Haben sie wieder noch Feuermelder gequalmt, wie immer. Manometer. So, was haben wir denn hier? Airport Store, schon mal schnell eine Stange kippen. Hey, wohin das? Der hat kein Gesicht. Nee, die ist gruselig. Was gibt's denn hier? Wurst. Was essen wir denn heute mal? Eingelegte Steaks. Oder eine Büchse. Wie wär's mit Bohnen? Baked Beans. Oder einen vergammelten Apfel. Ja, ich weiß, ich soll mich hier draußen umgucken. Ich hab bloß Hunger. So, was haben wir denn hier? Duty Free Shop. Aber hier kaufen wir uns mal schnell eine Stange kippen. Wo sind die Zigaretten? Hier steht der Schnabus. Hier steht der Schnaps. Hier liegen Bären. Hier gibt es ein bisschen Schnaps. Was ist denn so ein Scheißladen? Ich konnte nichts entdecken. Wie sieht es bei euch aus? Ich konnte auch nicht erkennen, was die Ursache für den Rauch sein kann. Hier ist bislang auch nichts zu sehen gewesen. Dann suchen wir jetzt weiter vorne in Richtung Gastronomie. Irgendwo muss der Rauch ja herkommen. Bitter Ace. Miam, miam. Der Rauch wird auf jeden Fall stärker. Wir müssen also auf dem richtigen Weg sein. Ja, ich sehe es. Also weiter. Was für dramatische Musik. Da hinten wird der Rauch schon wieder schwächer. Das muss also hier irgendwo ganz in der Nähe sein. Chris, du schnappst dir die linke Seite. Ich sehe mich rechts um und John, du überprüfst weiter den Hauptgang. Alles klar. Oh, ich will in den Bürgerpoint. Mann, du Ass. Okay. Irgendwo hier muss es sein. Ich rieche die Flamme. Ich sehe den Rauch. Alex? Oh mein Gott. Hört ihr mich? Hier scheint etwas in einem Mülleimer Feuer gefangen zu haben. Ich kümmere mich drum. Alles klar, John. Wo genau bist du? In dem Seitengang, hinter dem Burgerladen. Bleib, wo du bist. Wir kommen rüber. Chris, hast du verstanden? Ja, habe verstanden. Bin sofort da. Dann packe ich mal meine dicke Spritze aus. Hallo, wo ist mein Feuerlöscher? Hallo? Schaut doch einen mit! Drücke die linke Maustaste oder linken Stick des Controllers und die Maske aufsetzen. Ja, ist wichtig. So, und jetzt nehmen wir den Feuerlöscher. Ja, Sicherheit geht vor. Auch bei einer großen dicken Spritze. Nie die große dicke Spritze ohne Sicherheit benutzen. Wir sind Helden. Wir haben Leben gerettet. Gute Arbeit. Mike, kannst du mich hören? Ja, ich höre euch. Wie ist die Lage? John hat den Brandherd gefunkt und das Feuer ist bereits gelöscht. Gute Arbeit, Jungs. Dann schaltet bitte den Signalgeber wieder aus und tretet dann den Rückweg an. Verstanden, Mike. Sind schon unterwegs. Ich hab eure ganzen Leben gerettet. Auf die Knie, ihr Gnome. Ja. Ich bin ja schon da. So. Hey, 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 Moment, gehst du fremd mit dem? Was ist los, John? Wir warten auf dich. Ich bin ein Feuerwehrmann, ich hab dir gerade das Leben gerettet. Du gehst gefälligst mit mir mit, nicht mit diesen blöden Piloten.
Boah, Schlampe. Okay, weiter los, geht's. John? Wir warten auf dich. Ja, meine Alte geht gerade fremd. So. Meine feine texturierte Alte. Wo müssen wir denn hin? Ja, wir haben Leben gerettet. Ich bin so stolz. So unglaublich stolz auf uns und meine Mannschaft. Oh Mann. Dieser Brand war schwer unter Kontrolle zu kriegen, doch wir haben es geschafft. John, du hast die Brandursache gefunden. Darfst du jetzt auch den Alarm abschalten? Nichts lieber als das. Danke, du lieber guter Kerl. Ach, ich bin so aufgeregt. Den hier, den hier, den oder den, den. Okay, wir drücken mal drauf und... Prima, das war's auch schon. Mike, hörst du uns? Ja, ich höre euch. Melden Einsatz hiermit ab. Anlage wurde wieder zurückgesetzt. Treten jetzt den Rückweg an. Alles klar, verstanden. Wir sehen uns auf der Wache. Dann ab nach Hause. Sanitätsstation, Gegenwart. John, bist du noch bei uns? Melde dich bitte. Ja, ich bin hier, Mike. Mir geht's schon etwas besser. Sehr gut. Und jetzt hör mir genau zu. In einem der Nebenräume gibt es eine Brandschutztür. Diese führt in ein Treppenhaus. Allerdings dürfte die Tür durch das Feuer automatisch verriegelt worden sein. Und wir können sie von hier aus nicht öffnen. Verstanden, Mike. Was soll ich machen? Du musst den Strom in diesem Teilabschnitt abschalten. Suche den Hauptstromverteiler und lege den Hauptschalter um. Alles klar, bin schon unterwegs. Gut, dann tun wir das, um aus dieser Hölle endgültig zu entkommen. Aber wo könnte er nur sein? Flammenhölle. Das Feuer brennt. Alles brennt. Alles geht in den Bach runter. Oh Mann, ich muss hier raus. Ich muss hier einfach nur raus. Alles ist hier voll am Arsch. Was haben wir denn hier? Eine Tür, wir gehen mal durch und schauen halt mal. Oh. Sieht fast so aus, als sind wir da. So, nun sind wir da. Ich schalte nur den Strom ab. Und hoffe, diese scheiß Zombies kommen hier nicht rein. Ich habe den Strom jetzt abgeschaltet und mach mich auf den Weg zur Brandschutztür. Verstanden. Melde dich, sobald du das Treppenhaus erreicht hast. Eigentlich spiele ich hier gerade Dead Rising 5. So. Mit dem Nachteil, hier sind schon alle Zombies verbrannt. So, wir bewaffnen uns lieber, falls doch einer überlebt hat. So, wir öffnen alles mit unserer Hacke. Halt, falsche Richtung. So, okay, alles brennt. Alles brennt. Nichts wie weg hier. Mike, hörst du mich? Ich bin jetzt im Treppenhaus. Das Feuer hat diesen Teil noch nicht erreicht. Wo muss ich jetzt hin? Die Etagen darüber stehen in Flammen. Du musst versuchen, einen Weg durch eine der unteren Ebenen zu finden. Alles klar. Ich werde schon einen Weg finden. Du schaffst das, John. Chris und Alex arbeiten sich durch das Gebäude zu dir vor. Wir müssen runter. Über uns brennt alles und wir müssen runter. Oh mein Gott. Hinein in den Keller. In die tiefen, dunklen Kellerräume. Ich hoffe, dass es nicht genauso beschissen ist wie weiter hier oben. Entschuldigt bitte die ganze Zeit meine Ausdrucksweise. Aber ich glaube, ich bin hier voll am Arsch. Es sind bloß meine Gedanken, die ich hier gerade wiedergebe. Es ist einfach nur furchtbar. Und wir fahren eine Runde Boot. Das heitert mich auf. So, hier ist eine offene Türe. Hier steht ein Fahrrad. Wir könnten in die Freiheit radeln.
Aber wir können es nicht nehmen. Die Reifen sind nass. Und der Sattel auch, da kriege ich einen nassen Helm. Scheiße, nichts drin. Oh Mann. Hier sieht alles so scheiße gleich aus. Entschuldigt bitte nochmal meine Ausdrucksweise. Aber ich habe Angst. Ich weiß nicht, ob ich jemals rauskomme und meine Frau und meine Kinder wiedersehe. Gefangen in einem Keller und voller Wasser und über mir die Flammenhölle. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll. Ich hoffe, Mike und Alex beeilen sich und schaffen es noch, mich irgendwie rauszuboxen. Ich weiß sonst nicht, was ich hier noch tun soll. Ich höre die Glasscheiben über mir zersplittern. Das Feuer kommt näher. Dort vorne ist eine springende Dose. Es sind bestimmt Bohnen. Das können wir natürlich nicht sagen. Es ist zu hart. Es ist Hartholz oder Eiche, besser gesagt. Finden wir noch ein Easter Egg hier irgendwo. Oh, wo sollen wir nur hin? Hier sind die Rohre gebrochen. Oh mein Gott. Ich schaue mich hier in jeden Raum um, in der Hoffnung, dass ich hier irgendwo einen Ausgang finde. Aber es ist nichts. Von hier, oh mein Gott, ich glaube, ich komme von hier. Ich glaube, ich muss hier entlang. Nein, ich komme von hier, steht das Fahrrad. Ich glaube, ich muss hier entlang. Ich habe mich leicht verirrt. Oh Mann, das macht mich hier alles fertig. Wenn man nicht weiß, wohin. Alles sieht gleich aus. Ein Lift im Schacht. Vielleicht ist das hier meine Rettung. Wir gehen einfach mal rein und schauen uns mal um. Vielleicht treffen wir jetzt John McClane. Vielleicht ist der hier und versucht er diesen Terroranschlag zu verhindern. Und er hängt jetzt hier irgendwo in diesem Scheißdreck hier fest. In diesem Belüftungssystem. Naja. Vielleicht ist der irgendwo hier. Ich hab ne nasse Hose. Ich fühle mich. Es fühlt sich an wie eingepinkelt. Aber kalt eingepinkelt. Ja, ich habe Angst. Das ist nicht der springende Punkt, das ist die springende Dose. Springbohnen. Sehr lecker. Wir gehen einfach weiter und versuchen uns den Weg weiter hier durchzubahnen, durch diese Hölle aus Wasser und Feuer und Eis. Okay, mit Eis habe ich übertrieben, aber aus Wasser und Feuer. Und das mit nassen Unterhosen ist die reinste Hölle. Tja, wo lang nun? Moulin Rouge würde sagen, hier entlang. Ja, mein Kanister, wir haben mal drauf, es ist feuergefährlich. Das ist ein Ausgang. Nein, es ist kein Ausgang. Langsam werde ich klaustrophobisch. Ich werde hier wirklich langsam draus klaustrophobisch. Diese Enge. Dieses Nicht-Wissen, wo man ist, was man tun soll. Die Klaustrophobie wird stärker. Wenn jetzt noch einer namens Klaus kommt, hau ich ihm die Hacke in den Kopf. Was sollen wir nur machen? Ich und meine Axt. Mein einziger Freund in dieser Hölle ist meine Axt. Es ist der Einzige, der mich versteht. Und der weiß, was hier abgeht. Ah, Mann.
Wieder ein Abzweig. Das sieht aber besser aus bei diesem. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Ich muss hier raus. Ich muss hier einfach nur raus. Oh Mann. John? Was ist los? Bist du okay? Finish him. Kopfschmerzen. Da gibt's was von Ratioform. John, was ist passiert? Hörst du mich? Ich bin noch da, Mike. Ich hab mir den Kopf an einem Regal angehauen. Aber es geht wieder. Wir haben dich bald da raus. Versuche jetzt, das Treppenhaus am Ende des Korridors zu erreichen. Von dort aus musst du in eine der oberen Etagen. Okay, das werde ich schon finden. In den oberen Etagen brennt es zum Teil noch. Versuche irgendwo einen Feuerlöscher zu finden. Du wirst ihn sicher brauchen. Verstanden, Mike. Scheiß Regal. Oh, wir haben ja zum Glück einen Helm auf. Nun geht's weiter. Wir brauchen dringendst einen Feuerlöscher. Hier ist so viel Wasser. Nirgends ein beschissener Feuerlöscher. Okay, hier geht's rauf. Wir schauen uns erst mal hier etwas um. Was sehen da meine blaugrauen Augen? Ein Feuerlöscher. Und los geht's mit unserer dicken Spritze. Ich muss dazu sagen, wir spielen dieses Spiel auf Normal. Man kann auch zwischen leicht und schwer wählen. Aber wir spielen hier auf Normal. Ohne Quatsch, ohne Geflunker, das Spiel läuft wirklich auf Normal. Okay, wir gehen jetzt hier hinaus und wir gehen raus. Oh, ein Feuer. Es ist sehr gut, dass hier ein Feuer ist. Wir gehen mal kurz ein bisschen näher ran. Oh, ja, ein bisschen die Unterhose trocknen. Das tut gut. Oh, ich fühle mich schon viel besser mit einer halbwegs trockenen Unterhose. Der Dampf kommt nicht vom Feuer, er kommt aus meiner Hose. Okay, wir löschen mal dieses kleine Feuerchen hier. Und machen hier mal weiter. Ach du Scheiße. Wo sollen die nur hin? Ja, schöne Fahrstuhl. Ich bin größer als der Fahrstuhl, aber das stört den Fahrstuhl wenig. Wir ziehen uns jetzt erstmal eine Limo mit einem gestochenen scharfen BNG, wie man so richtig schön sieht. Setzen uns hierher und trinken sie erstmal. Erstmal hinsetzen. Oh, herrlich. Oh. Auch Pause muss sein, auch für einen Feuerwehrmann. Das ist gewerkschaftlich. Wenn ich das nicht mache, kriege ich Ärger mit der Gewerkschaft. Okay, wir haben hier noch einen Feuerlöscher, falls es eng wird. Aber wir haben noch nicht viel verbraucht. Wir löschen jetzt hier erstmal. Verdammt, das kostet ja 3 Lebenspunkte. Ist geil. Wir haben noch einen Feuerlöscher hinten, wir können alles löschen. Okay, wir holen jetzt erstmal den anderen Feuerlöscher. Es ist schön, wenn er dann wieder voll ist. Zack. Und wir haben wieder einen vollen Feuerlöscher. Und es geht weiter. Oh Mann. Zuerst eine nasse Unterhose, nun diese Hitze. Es macht mich fertig. Es macht mich einfach nur fertig. Ich sehe die Flammen kommen. Ich habe die Flammen kaum gesehen. Es sind Schmerzen, es tut weh, wenn man rankommt. Es tut einfach nur sau weh. Ja, diese Hitze. Diese elenden Flammen. Diese verdammten Zuntüren. Das macht mich alles fertig.
haben wir denn hier Schönes? Schränke. Und noch mehr Türen. Geht es vielleicht hier weiter? Natürlich nicht. Okay. Müssen wir mal die dicke Spritze auspacken und uns mal hier durcharbeiten. Wo haben wir denn die Türe? Ich weiß es nicht. Hier ist die Türe. Alles steht noch in Flammen. Diese Hitze wird unerträglich. Da war so rausgehen können. Jetzt ist einfach nur noch unerträglich. Ich halte es langsam nicht mehr aus. Ah, wir haben wieder einen Feuerlöscher. Nehmen wir natürlich glatt mit. Und es geht weiter hinauf. Die Scheiben bersten schon wieder langsam vor sich hin. Wieso brennt eigentlich der Stein? Ich habe noch nie Stein brennen sehen, außer Fred Feuerstein. Oh Mann. Ich habe den Bürotrakt erreicht. Wie sieht es da oben aus, John? Hier steht alles in Flammen. Schaffst du es rüber auf die andere Seite, bis zum Gepäckzwischenlager? Ich werde versuchen, mich mit einem Feuerlöscher durchzukämpfen. Melde dich, wenn du drüben bist. Und viel Glück! Na schönen Dank, dein viel Glück kannst du dir in den Arsch stecken. Mann. Okay. Hoffentlich hält meine Spritze durch. Aber wenn sie nach mir kommt, hält sie sicherlich durch. Wieso brennt dieser Steinfußboden? Und diese geile epische Musik. Als hätte man sie für uns kombiniert. Komponiert, nicht kombiniert. Okay. Oh nein. Wo muss ich hin? Oh Mann. Ich dachte da gerade, da war eine Türe. Da vorne. Oh Mann. Diese Hitze. Diese unerträgliche Hitze. Oh Mann, jetzt ein gutes Bier. Das wär's. Wenn ich hier raus bin, verziehe ich mich in die nächste Kneipe. Falls ich diese Hölle hier überlebe. Natürlich noch falls. Oder wir setzen uns her und spielen erstmal eine Runde Feuerwehrsimulator 2013. Gut. Feuer sind wieder überall. Oh Mann, wo bin ich hier? Oh mein Gott, es steht alles in Flammen. Mike! Überall nur Tod und Feuer. Ja, John, ich höre dich. Wie ist die Lage? Ich habe das Gepäckzwischenlager erreicht. Aber hier steht auch alles in Flammen. Da komme ich nicht durch. Das dürfte nicht sein. Sind die Sprinkler nicht angesprungen? Nein, Mann. Sieht nicht so aus. John, du musst da irgendwie durch. Ich werde versuchen, einen Weg zu finden, um die Sprinkler...
Sprinkler in Gang zu setzen. Bleib, wo du bist. Verstanden. Beeil dich, die Luft hier wird immer stickiger. John? Komm schon, sag was!